Ja, Leute, was geht ab und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem wunderschönen Kanal von Brain Gaming TV. Ja, erstmal noch ein fettes Dankeschön an dich. Es ist eine echt geile Aktion von dir, dass ich hier mal mein Video auf deinen Kanal hochladen darf. Ja, und es ist zurzeit echt schwierig, ein bisschen größer auf YouTube zu werden. Und deswegen finde ich das echt gut von dir, dass ich meinen Kanal mal vor einem etwas größeren Publikum vorstellen darf. Ja, und dann kommen wir auch gleich mal zum Gameplay. Es ist ein Stellungsgameplay auf Raid. Ich denke mal, ihr konntet es schon erkennen. Und die Klasse habe ich oben rechts angezeigt, weil ich einfach keinen Bock habe, die jetzt alles so zu erklären. Ja, also wer sich jetzt auf ein richtig geiles Basher-Gameplay freut, den muss ich leider ein bisschen trösten. Das wird leider nicht so ein richtig krasses Gameplay werden. Ich habe mir gedacht, ich nehme mal nur so ein durchschnittliches Gameplay, weil es am besten zu meinem Thema passt. Ja, bevor ich zu meinem Thema komme, komme ich erstmal noch zu meiner Person, beziehungsweise ja, zu meinem YouTube-Channel. Und zwar bin ich auf YouTube als das Kampfhörnchen bekannt. Ich lade hauptsächlich Call of Duty Gameplay Commentaries hoch, aber auch andere Spiele, die gerade aktuell sind, wie zum Beispiel Battlefield oder halt die neuen Call of Duties, die jetzt rauskommen, oder irgendwelche Spiele, GTA, was weiß ich, kommt ja jetzt demnächst sehr viel Neues raus. Da freue ich mich schon echt drauf, da mal wieder was hochladen zu können, mal was Neues. Ja, ansonsten, ja, was wird bei mir kommen? Ja, ich versuche immer meine Commentaries mit interessanten und lustigen Themen zu gestalten. Natürlich setze ich auf sehr gute Qualität auf meinen Channel, damit ihr auch echt, ja, gute Qualität, also damit ich euch echt gute Qualität bieten kann, HD und so. Ihr wisst, wie es läuft, und ansonsten, ja, wenn ihr weitere Fragen habt, dann könnt ihr einfach mal auf meinen Kanal gehen und auf meinen Kanal-Trailer klicken. Da habe ich auch nochmal sehr viele Informationen, und falls euch das immer noch nicht reicht, dann schreibt mir einfach eine YouTube-Nachricht und ich werde euch ja höchstwahrscheinlich darauf antworten, falls es keine richtig dämliche Frage ist. Aber ich denke mal, das wisst ihr schon, so wie ich das meine. Ja, kommen wir auch gleich mal zum Thema des Commentaries, und zwar ist es das Thema die Entwicklung von COD. Ja, ich fange erstmal ganz unten an, und zwar, ich habe mit MW2 angefangen zu zocken, und ja, damals hatte ich noch echt Spaß am Spielen. Ich habe gesuchtet ohne Ende, damals war es leider noch offline, aber ja, dann kam halt MW3 raus, und zu dieser Zeit habe ich auch genau mein Internet bekommen. Ja, und dann ging es richtig ab, ich habe so gesuchtet, ich habe Prestige 20 gemacht, es hat so Bock gemacht bei MW3. Ich habe kaum auf KD gespielt, ich habe nur noch Streaks reingenommen, die ich auch erreichen konnte. Und ich habe mir Waffen auf Gold gespielt, alles mögliche, damit ich was zu tun hatte, und es hat mir so einen Spaß gemacht. Ja, dann eines Tages habe ich mir mal so gedacht, ja, was hat ja eigentlich die KD dazu bedeuten? Ja, und dann habe ich dann so seit dem Tag, so als ich wusste, was das ist, mehr so auf KD gespielt. Und ja, dann hat so langsam das Flame angefangen. Ja, natürlich ist es doch klar, wenn man auf eine gute KD spielt dann und einmal stirbt oder negativ ist, dass man ein bisschen wütend wird und deswegen auch flamed. Ja, und es hat sich echt richtig krass entwickelt, die COD-Szene, denn ja, dann ist Black Ops 2 gekommen. Bei Black Ops 2 habe ich am Anfang gleich richtig auf KD gespielt. Ich wollte richtig hohe Streaks erreichen, was ich zum Teil auch ganz gut hinbekommen habe. Gameplays habe ich eigentlich auch ganz gut hinbekommen. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass das Gameplay im Hintergrund schlecht ist. Ich sag's mal so, es ist ja langweilig anzusehen, aber ich finde, es trifft eigentlich mein Thema ziemlich gut, denn es ist kein Highscore-Gameplay, aber es ist jetzt auch nicht das Schlechteste. Und zwar habe ich mir so gedacht, ich nehme jetzt einfach das Gameplay, weil man es der Menschheit eh zurzeit nicht mehr recht machen kann. Manche laden Triple Nuklear hoch, Doppel Nuklear und 300 plus und allen möglichen Schrott. Doppel Moabs, Triple Moabs, ihr kennt es bestimmt alle, und ja, ich habe einfach keinen Bock mehr, sowas
übelst krankes hochzuladen, beziehungsweise habe ich eigentlich noch nie gemacht. 300 plus würde ich sowieso nie hinkriegen, und wenn ich das hinkriegen würde, würde ich das, denke ich mal, sowieso nicht hochladen. Ja, weil ich finde, gespawntrappte Gameplay ist sowieso voll langweilig. Man knallt die Gegner einfach ab, sie können nichts dagegen machen, und du aktivierst eines Trick nach der anderen. Wie toll, Loadstar. Wie toll, Loadstar. Bum, 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 bum. Ja, ich denke mal, ihr wisst, wie ich das meine. Und ja, der Gameplay-Standard hat sich echt sehr hoch entwickelt. Jeder will nur noch ein richtig geiles Gameplay sehen. Wenn du jetzt ein 20:0 bei Team Deathmatch hochlädst, interessiert kein Schwein mehr. Du brauchst mindestens eine Mord noch dabei und was weiß ich. Ihr wisst, wie ich das meine. Ja, und dann außerdem noch kommt ja dazu, wenn man die richtig geilen Gameplays erspielen will, dann quittet man ja auch übelst oft, wenn man stirbt, weil man sein Gameplay nicht hinbekommt. Ja, und so ist das einfach bei fast jedem Spiel, jetzt schon bei Black Ops 2. Zum Beispiel, ich aktiviere mein Orbital und die Hälfte der Gegner geht einfach mal raus. Die quitten wegen dem Orbital, weil die mir das einfach nicht gönnen, dass ich vielleicht mal ein gutes Gameplay hinbekommen würde. Nein, ich suche dann auf der Map bei drei Gegnern noch irgendwas zu reißen. Natürlich, meine Teammates klauen mir die alle. Und wie will man dann ein Gameplay erspielen? Ja, richtig, gar nicht. Und wenn aber der Gegner ein Orbital reißt, dann heulen die gleich alle rum, wenn man rausgeht, und die schreiben dich dann an, oh du scheiß Dashboarder oder du Rage-Quitter. Ich muss sagen, ich Rage-Quitter auch oft, aber manchmal gönne ich ihnen die Tricks auch, den Gegnern, aber nur, wenn sie wirklich fair erspielt sind. Wenn ich dauernd weggecampt werde und ich dann höre, oh, feindliche Orbital, na dann gehe ich natürlich auch raus, aber sonst gönne ich den Gegnern das auch. Und so sollte es eigentlich auch sein, dass man auch belohnt wird, wenn man seine Tricks bekommt. Und heutzutage will jeder nur noch das beste Gameplay für sich haben. Und deswegen Rage quitten alle, weil die alle nur noch auf KD achten. Alle wollen, wie gesagt, das beste Gameplay. Und wenn die einmal sterben oder feindliche Orbital hören, dann werden die ja wahrscheinlich zerberstet, und die können das einfach, also da können die einfach kein Gameplay reißen, und deswegen quitten oder, wenn sogar eine negative Quote war, dashboarden. Ja, so hat sich die COD-Szene eigentlich so entwickelt, und ich finde es eigentlich schade, dass es jetzt sich so entwickelt hat. Und ich denke mal, wir zocken doch eigentlich alle nur aus Spaß. Also ich habe damals wirklich aus Spaß gezockt, und ich hätte gerne die Zeiten wieder, wo ich nicht irgendwie immer an KD denke, weil ich rege mich auch ziemlich oft auf. Und ja, manchmal denke ich mir dann einfach so, oh, wieso zocke ich eigentlich? Die Spiele sind doch zum Spaß da und nicht um sich aufzuregen. Ja, und manchmal finde ich das einfach recht scheiße. Und ja, durch YouTube, die ganzen YouTuber laden ja die Videos hoch. Und wenn dann irgendwelche Leute, die etwas schlechter sind, dann die Klassen von den YouTubern, also die Tipps von den YouTubern annehmen, dann rennen die halt alle mit den Waffen rum, die so empfohlen wurden. Und dann hat jeder dann die beste Waffe, und die betteln sich dann alle gegenseitig halt, was weiß ich, AN94 oder so. Und im Hintergrund wollte ich noch so erwähnen, dass die PTW vor dem Patch gespielt wurde, also als sie noch nicht so schlecht war. Jetzt kann ich die überhaupt nicht mehr spielen, die zieht so nach oben, da komme ich überhaupt nicht mehr mit da klar. Ja, und ansonsten hoffe ich, dass ihr verstanden habt, worauf ich hinaus wollte in dem Commentary. Wie gesagt, ich bedanke mich nochmal, dass ich hier meinen Gast-Commentary hochladen durfte. Und ansonsten hoffe ich, wie gesagt, dass es euch gefallen hat, dass ihr vielleicht mal eine Bewertung da lasst, ob es euch gefallen hat. Und wenn es euch wirklich richtig gut gefallen hat, dann könntet ihr vielleicht sogar mal einen Blick auf meinen Kanal werfen über irgendwelche Videoaufrufe oder Likes oder ja, Bewertungen würde ich mich echt freuen. Auch wenn mich jemand mal anschreibt und mal eine Frage hat, antworte ich wirklich gerne drauf, und ich hoffe natürlich, wie gesagt, es hat euch gefallen. Und ja, dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Ciao.
ganz zerstören.